Hallo, in diesem Video stelle ich euch kurz dieses tolle Gimbal iSteady von Hohem vor. Ich habe schon ein anderes Gimbal aus dieser oder von diesem Hersteller, aber das ist relativ groß und man hat eine große Tasche und was ist, man hat es halt eigentlich irgendwie doch nie dabei, wenn man es braucht. Hier ist das Ganze ein bisschen anders. Das hat eine Größe, wo man es in jeden Rucksack ohne Probleme reinkriegt. Da findet man immer noch so einen Platz. Und viele Mädels werden sich auch freuen, dass man auch so ein Teil in so eine durchschnittliche Damenhandtasche im Regelfall reinbekommt. Vor allen Dingen, wenn man das Stativ separat nimmt oder vielleicht gar nicht braucht unterwegs und es einfach zu Hause lässt. In der Preisklasse kann man natürlich jetzt hier kein Metallstativ erwarten. Es ist ein Kunststoffstativ, hat aber auch den Vorteil, dass es halt nur ein paar Gramm wiegt. Und wenn man es nicht benötigt, lässt man es zu Hause. Es ist stabil genug, um dieses Gimbal ordentlich zu halten. Wir haben hier unten eine Gummierung, sodass es wirklich stabil steht und nicht wegrutscht. Das gefällt mir sehr gut. Hier haben wir den Vorteil, das ist halt wirklich super klein. Ja. Das lässt sich falten auf so eine Größe, wie ich es jetzt bei anderen Gimbeln noch nicht gesehen habe. Das ist jetzt bisher auf jeden Fall mein drittes und derzeit kleinstes Gimbal, das ich habe. Und es passt eben auch ein großes iPhone rein, nicht nur die kleinen oder die normalen, sondern auch die größeren Formate, halt, wie ich es jetzt hier eins habe. Auseinanderfalten ist ganz einfach. Wir schieben das einfach hier auf die Seite. Also jetzt dreht sich so frei, ne? Wenn man es ganz rüber schiebt, dann ist es fest und bleibt da auch, also kann nichts passieren. Wenn man es frei macht, dann kann man es. Hier unten ist so eine Nase drin, da ist es eingehängt und dann kann man es einfach hier hochklappen und das war's. Dann kann man sein Smartphone reinbringen. Ich mache es jetzt wieder ins Stativ rein, weil ich einfach denke, dass es jetzt hier, um es euch zu zeigen, einfacher ist. So, jetzt steht es hier relativ fest, ohne Probleme. Wenn man sich jetzt überlegt, wie kommt eigentlich mein Handy da rein, ich muss gestehen, am Anfang guckt man das ein bisschen. Man hat hier so eine Schrift drin und sinnvollerweise ist die Schrift so, dass man sie lesen kann. Also das ist dann unten, diese zwei Füßchen auch. Und man macht sein Smartphone dann eben so rein, dass diese zwei Füßchen unten sind. Dann kann man es einfach, also es wird nach unten gezogen hier, da ist eine Feder drin. Dann kann man es einfach reinmachen. Ja. Oben ist auch eine Feder. Das ist unten eine Feder und oben eine Feder. Der ganze Weg geht nicht nur unten rein, sondern man muss auch das oben ein bisschen rausziehen. Und dann geht es aber. Da hat man also wirklich noch ein bisschen Luft. Ja. Also ich glaube nicht, dass es so große Smartphones gibt, die hier nicht reinpassen. Und wie bei jedem Gimbal ist es so, dass man es erstmal so ein bisschen austarieren sollte. Sprich, das Smartphone sollte weder so hängen noch so hängen, sondern man soll es so reinschieben, so lang hin und her schieben, bis es eben waagrecht hängt, weil ansonsten das Gimbal halt unnötig viel Strom braucht. Ja, und hier ist noch eine Stellschraube. Wenn man es hochgeklappt hat, sollte man sie auch noch zuschrauben. Das habe ich jetzt gerade vergessen, weshalb es wieder runtergeklappt ist. Aber alles kein Problem. So, und wenn man es dann so justiert hat, dass es waagrecht bleibt, so wie jetzt, dann kann man es einschalten. Vorher sollte man es auch nicht tun, weil sonst wird es schwierig, das einzurichten. Und auch niemals einschalten, wenn kein Smartphone drin ist, sonst zappelt es rum und das tut dem ganzen Gerät, glaube ich, eher nicht so gut. Und bevor man es einschaltet, macht es auch Sinn, dass man diese Home-App einschaltet, damit sie es gleich verbinden kann. Machen wir hier noch kurz alles zu, was ich momentan auf habe. Und dann gehe ich auf die Hohem Pro App, heißt das gute Teil. Jetzt habe ich gerade hier alles ausgeschaltet, damit ich nicht gestört werde von irgendwelchen Messages. Geht aber natürlich nicht, ohne WLAN und so weiter. Und vor allem Dinge ohne Bluetooth. Mag die App nicht, so wie ich mag. Und jetzt geht's aber. So, dann kann man das einschalten, indem man hier auf den Einschalter drückt. Also wir haben hier einen Einschalter, dann haben wir hier einen Wahlschalter und hier den Joystick. Hier haben wir einen Zoom, rein raus zoomen und das war es eigentlich auch schon. Hier mal nochmal so ein Aufkleber mit Warnhinweisen, kann man abziehen, habe ich jetzt mal noch dran gelassen. Und das war es eigentlich auch schon. Wenn ich es dann einschalte, ups, so,
Jetzt ist es eingeschaltet und ist stabil. Also man hat dann so diese üblichen Funktionen, dass man es halt drehen kann, wie man es möchte. Man kann Funktionen freischalten oder sperren, sodass man es kippen kann und es dann mitgeht oder auch nicht mitgeht. Wir haben hier die Möglichkeit, dass man es über den Joystick dann eben bedient, hoch und runter fährt oder schwenkt, ganz wie man es haben möchte. Und es ist absolut geräuschlos. Also man kann hinterher auf dem Video keine Geräusche hören. Das funktioniert alles gut. Ansonsten, sage ich mal, hat man keinerlei Einschränkungen. Wir haben alle Funktionen, die man eigentlich so in jeder Gimbal Software hat. Es gibt keine Einschränkungen, was die Auflösung angeht und so weiter. Das ist bei mir noch nie abgestürzt jetzt im Smartphone, im iPhone. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Es gibt aber tatsächlich einen negativen Punkt, der mir wirklich überhaupt nicht gefällt. Und das ist der, dass ich hier gezwungen werde, einen Account anzulegen und meine E-Mail-Adresse und gut, da kann man irgendeine nehmen, klar, aber trotzdem und meine Handynummer zu hinterlegen. Ansonsten ist dieses Gimbal nicht zu verwenden. Und wer so ein bisschen Probleme hat mit Datenschutz und so weiter, der soll sich vielleicht besser nach was anderem umsehen. Wobei ich nicht weiß, wie das jetzt bei anderen Herstellern ist, ob das jetzt überall mittlerweile gang und gäbe ist. Hier muss man jetzt eben eine Handynummer rausgeben, ohne Handynummer und ohne eine E-Mail-Adresse funktioniert dieses Teil jedenfalls nicht mehr. Das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Und wie gesagt, wer so ein bisschen Probleme hat mit sowas, der ist hier falsch. Was wir noch haben, ist eine Tasche. So eine sehr angenehme, weiche Tasche, wo man das Ganze reinpacken kann. Und wir haben noch so ein Lanyard, sag ich mal, den man da festmachen kann. Das kann man es nochmal so, ihr kennt das ja, brauche ich nicht weiter erklären, am Handgelenk festmachen und hinten zuziehen, dass man es, je nachdem, wenn man Action-Sportarten macht, dass man es halt nicht so leicht verlieren kann. Es ist keine feste Tasche dabei bei diesem Teil. Was wir allerdings haben, ist einen Karton. Und der Karton hat ja außenrum so ein Plastik, sag ich mal. Und dadurch kann man diesen Karton als Tasche verwenden, wenn man es will, oder als Box. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Teil irgendwo halt in den Koffer reinmachen will oder im Rucksack irgendwie nicht so weich ist innen drin, dass man noch andere schwere Sachen drin hat, dann kann man es da reinpacken. Und da ist jetzt nur noch so ein Teil drin, das die Luftfeuchtigkeit raushält. Und ein Gummi mit dem das Kabel, das ich jetzt hier gerade gar nicht habe, merke ich gerade. Es war auch noch ein Kabel dabei. Mit dem man dieses Gimbal aufladen kann. Netzteil ist wie üblicherweise keins dabei, da kann man das von seinem Smartphone oder Tablet nehmen, was auch immer. Ja, es ist eine Bedienungsanleitung dabei und das war es auch schon. Also, eine große Tasche brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich werde es auch selten da drin haben. Wo ich es habe, ist da drin und da stecke ich es einfach in den Rucksack rein, irgendwo zwischen weiche Klamotten oder so, vielleicht nicht gerade eine Flasche aus Glas da drauf stellen, das würde ihm sicherlich nicht gefallen unter Umständen, aber ansonsten ist es alles kein Problem. Ja, ich denke, ich habe die wichtigen Punkte genannt. Ich bin mit dem Teil zufrieden. Wie gesagt, der einzige Kritikpunkt ist es mit der Anmeldung. Das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.